Wir sehen hier eine AEG Mignon 4 Schreibmaschine, Baujahr 1925. Die Buchstaben werden hier nicht über eine Tastatur selektiert, sondern über einen Zeiger, der über das Buchstabenfeld, den sogenannten Index, geführt wird. Entsprechend bezeichnet man diese Schreibmaschine als Zeiger- bzw. Indexschreibmaschine. Es gibt eine Leertaste, und eine Rücktaste. Schreibmaschinen des Typ 3 oder älter haben diese Taste noch nicht. Der Zeiger ist frei, ohne fühlbares Raster bewegbar. Oben im Bild sieht man, wie der Buchstabenträger, der sogenannte Typenzylinder, je nach Zeigerbewegung ausgerichtet wird. Die mittlere Taste bringt den ausgewählten Buchstaben zu Papier. Werfen wir einen kurzen Blick auf die einfache Mechanik. Entsprechende Führungen sorgen dafür, dass der Typenzylinder nur in Positionen gebracht werden kann, in denen keine halben Buchstaben gedruckt werden. Die weitere Funktionsausstattung ist überschaubar. Es gibt einen Hebel für den stufenlosen Zeilenvorschub. Sowie für den Zeilenabstand ein- oder zweizeilig. Sowie für die Auslösung des Papiervorschubs im eingestellten Zeilenabstand. Und ein Hebel für die freie Ausrichtung des Papiers. Um eine neue Zeile zu beginnen, sind zwei Schritte erforderlich. Zum einen den unteren Hebel halten und den Schlitten zurückführen, dann zusätzlich den Hebel für den Zeilenvorschub drücken. Über zwei weitere Tasten wird die Laufrichtung des Farbbandes bestimmt. Links und rechts sind zwei Schieber, über welche die Seitenränder eingestellt werden können. Bei der Mignon kann die Schriftart gewechselt werden. Dazu wird zunächst der Typenzylinder entfernt. Und dann der neue montiert. Eine Nut sorgt dafür, dass der Typenzylinder nicht in einer falschen Position montiert werden kann. Dann wird der Index getauscht. Durch die Aussparung in der Bodenplatte wird der Index herausgedrückt. Und im zweiten Schritt der neue eingesetzt. Fertig. Thank you.
Hier sind zwei weitere Beispiele für verfügbare Schriftarten. Natürlich macht die Maschine auch Bing. Zum Schluss die Mignon 4 noch einmal in Aktion. Geübte Anwender sollen tatsächlich mehr als 100 Anschläge pro Minute erreicht haben.